Im Rosenbauer RT bietet das RBC Logic Control System ungeahnte Möglichkeiten, da es keine fix vorgegebene Trennung zwischen Fahrgestell und Aufbau gibt. So können zum Beispiel die wichtigsten Einsatzfunktionen während der Fahrt auch direkt am Lenkrad bedient werden. Zentral in der Kabine des RT befindet sich das 15 Zoll Display. Dieses dient der Bedienung des kompletten Fahrzeugs inklusive der klassischen Chassisfunktionen wie Klimaanlage oder Differentialsperren. Auch die Aufbaufunktionen wie Einsatzwarnleuchten oder Verkehrsleiteinrichtung sowie die Pumpenanlage und Schaumzumischsysteme können von diesem Display aus bedient werden. Da in der Kabine üblicherweise keine Handschuhe getragen werden und wir keinen Platz verschwenden wollten, haben wir bewusst auf physische Tasten am Display verzichtet. In Verbindung mit dem Rosenbauer Connected Command Tablet ist das Zentraldisplay auch als Präsentationsschirm für die Einsatzplanung von der Mannschaft einsehbar. So können beispielsweise Brandschutzpläne bereits bei der Anfahrt geteilt werden. Beim RT können aber nicht nur Tablet-Inhalte auf dem Zentraldisplay angezeigt werden, das Tablet kann umgekehrt auch zur Steuerung vieler Funktionen des RT verwendet werden. Es ist bei Fahrzeugstart automatisch über einen abgesicherten WLAN-Hotspot mit dem Fahrzeug verbunden. Damit lösen wir die Bedienung und Überwachung des Fahrzeugs von einer fix vorgegebenen Position. Denn vom Fahrzeugheck oder von der Kabine aus hat man schließlich nicht immer den besten Blick auf das Geschehen an der Einsatzstelle. Und bei Verkehrsunfällen ist man zudem der Gefahr eines Auffahrunfalls ausgesetzt. Die physischen Tasten am Heck des RT haben wir ganz bewusst auf das Wesentliche reduziert. Mit nur einem Tastendruck wird das gesamte System in den passenden Zustand für die Standardeinsätze versetzt. Diese effiziente Steuerung schafft Freiräume, um sich auf die eigentliche Aufgabe der Brandbekämpfung zu fokussieren.